Vulkanische Gase. Gase, die vulkanischere Aktivität an der Erdoberfläche heraustreten. Orte am Vulkankrater, an Fumarolen oder an Solfataren, schwefelhaltige Wasserdämpfe. Aber auch die Fuß an den Vulkanflanken. Ursprünglich liegen die Gase in den Gesteinsschmelzen in der Erde vor. Die Gase können auch ohne Lavaförderung aus dem Vulkan austreten. Zusammensetzung: Mischung verschiedener Stoffe. Hauptanteil: Wasserdampf, Kohlendioxid, Schwefeldioxid, Schwefelwasserstoff, Salzsäure, Chlorwasserstoff, Fluorwasserstoff. Variable Konzentrationen: Ammoniak, Edelgase, Kohlenmonoxid, Methan und Wasserstoff. Basalthaltige Schmelzen sind Kohlendioxid dominant. Rhyolithische Magmen sind Wasserdampf dominant. Spezialfall auf den Kanarischen Inseln. Am 18. September 2021 ist der Vulkan Cumbre Vieja auf der Urlaubsinsel La Palma kräftig ausgebrochen. Mit drei Schloten hat die 1000 Grad heiße Lava nach viel Zerstörungen Häuser, Kirchen, Bananenplantagen, Naturfelder das Meer erreicht. Die Lava, 1000 Grad heiß, stürzte über eine Steilküste ins Meer. Die Vulkanexperten befürchten, beim Kontakt der Lava mit dem Salzwasser können giftige Gase entstehen. Was ist zu erwarten? Die Explosionen glühender Lavabrocken und heiße Flutwellen. Entstehung und Freisetzung giftiger Gase. Die 1000 Grad Lava reagiert mit dem Salzwasser unter anderem zu Chlorgas und Chlorwasserstoff, zu Salzsäure. Die glühende Lava erstarrt bei Wasserkontakt zu Glasmaterial. Lava enthält ca. 50% Silizium. Das Glas zerplatzt im Wasserdampf zu feinen Teilchen. Alles hochtoxische Stoffe bzw. Materialien für die Lunge.